Liebe Zuschauer, damit ist es auch schon wieder Zeit für unser nächstes Interview. Mein nächster Gast ist die Ombudsfrau für Hinterbliebene der NSU-Opfer, Frau Barbara John. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Gerne. Im Vorfeld war es ja so, dass die Familien zu Ihnen Kontakt aufgenommen haben, Sie viele Gespräche mit Ihnen hatten. Aber wie sah das aus jetzt kurz vor dem Prozess? Sind da die türkischen Familien auch nochmal auf Sie zugekommen? Ja, vor allem sind sie jetzt auf mich zugekommen, weil ja alles organisiert werden musste. Wo wohnen wir zusammen, wer bezahlt, wer übernimmt, bezahlt etwas, wer übernimmt die Kosten, wie ist es hier, wie kommen wir zum Gericht, wie kommen wir wieder weg. Also es war sehr viel zu organisieren und das habe ich gemacht, das war meine Aufgabe. Also wir hatten sehr viel Kontakt, zum Beispiel eine Notlage, ein Kind konnte nicht zu Hause betreut werden, weil man beim ersten Mal eine Betreuung hatte im April, aber jetzt im Mai nicht mehr, also musste das Kind mit hergebracht werden. Wie kriege ich hier einen Kita-Platz? Auch das haben wir dann schnell besorgt. Wie haben denn die Angehörigen der Familien dieses Gerangel um die Medienplätze empfunden? Ist ja der Fokus eigentlich leider von dem eigentlichen Prozess auf die Medienvertreter gerutscht? Naja, genauso haben sie es auch empfunden, dass sie gesagt haben, also worum geht es jetzt eigentlich, um unsere ermordeten Angehörigen und um die Verletzten oder geht es hier darum, wer wann wo im Gerichtssaal sitzt? Das war schon sehr störend und hat sie etwas irritiert, wie uns alle eigentlich. Und ich war so froh, dass nun der Prozess nicht noch einmal verschoben worden ist und nicht Medien geklagt haben, dann hätten wir das wahrscheinlich gesehen. Insofern war es gut, dass es heute begonnen hat. Warum ist es für die türkischen Familien wichtig, hier heute dabei zu sein und dem Prozess beizuwohnen? Es ist wichtig aus zweierlei Gründen. Einmal, sie sind ja Opfer gewesen in den letzten Jahren. Ihnen wurde so viel zugefügt und ohne dass sie in irgendeiner Weise damit zu tun hatten, unschuldige Opfer. Und jetzt sind sie diejenigen, die diesen Prozess mitgestalten als Mitkläger. Sie können Anfragen stellen, sie können fordern, sie können natürlich auch beim Richter bitten, dass dieses und jenes geschieht. Das heißt, sie klagen mit an und das bringt sie in eine aktive Rolle zurück. Und ich möchte mehr, dass sie diese aktive Rolle übernehmen, dass sie mitgestalten in der Gesellschaft. Denn sie sind diejenigen, die so viel Leid erfahren haben. Und von allen kenne ich den Satz, das Wichtigste ist, dass dieses Leid nicht andere Menschen trifft. Dafür wollen wir auch etwas tun. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, dass sie jetzt vor aller Öffentlichkeit die individuelle Schuld dieser Angeklagten nachgewiesen werden muss. Das ist sicher schwierig, aber ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft das schafft, sodass vor aller Öffentlichkeit, vor der deutschen und vor der Weltöffentlichkeit, auch vor der türkischen Öffentlichkeit festgestellt wird, wie groß dieses rassistische Unrecht hier in Deutschland war. Was sind denn so die Themen, die die Familien am meisten beschäftigen, wo sie immer wieder berichten, wo sie sie immer wieder darauf ansprechen? Womit kommen sie am wenigsten klar? Ja, sie kommen natürlich am wenigsten klar, dass sie zum Opfer geworden sind. Sie können sich das auch gar nicht erklären. Sie wissen nicht, wie das zusammenhängt. Und diese Frage, die wird hier sicher im Gerichtssaal auch nicht geklärt werden. Die muss woanders geklärt werden, im Untersuchungsausschuss. Auch da ist es ja nicht vollkommen klar geworden, warum das ist. Aber das, was ihnen zugestoßen ist, was man ihnen zugefügt hat, auch warum die Polizei die ganze Zeit in eine vollkommen falsche Richtung gelaufen ist. Damit kommen sie auch nicht klar, weil sie immer gedacht haben, in Deutschland ist der Rechtsstaat bombenfest, hier gibt es wenig Korruption, hier wird gut gearbeitet. Und nun stellen sie fest, dass in diesen Fällen einfach in eine Richtung geguckt worden ist und dass alle Hinweise, die in eine andere Richtung gezeigt haben, negiert worden sind. Das ist natürlich eine schreckliche Erkenntnis, aber nicht nur für die eingewanderten Familien, sondern das ist für alle, die wir hier leben, eine schlimme Erkenntnis. Was erwarten denn diese Familien von der deutschen Politik? Naja, sie erwarten, wenn man kann das allgemein sagen, das erwarten auch wir alle mit den Familien natürlich zusammen, dass so etwas nicht wieder passiert und dass auch die Anfänge einer solchen Entwicklung, denn ein Mörder fällt nicht vom Himmel, sondern das entsteht in langen Jahren, dass diesen Anfängen viel stärker gewehrt wird, dass wir das Thema Rassismus wirklich zu einem Thema machen und sagen, was sagt er schon wieder über Menschen, warum trennt er die schon wieder von der Mehrheit, warum ist dieses Gefühl wir und die anderen, das alles muss weg und das ist eine große politische Arbeit, die endlich angepackt werden muss und zwar
einmal von der Politik, die darf sich daran nicht beteiligen, dass sie Menschen stigmatisiert, aber auch einmal von der Zivilbevölkerung. Auch hier muss aufgehört werden, mit dem Finger auf die Leute zu zeigen und zu sagen, diese Gruppe verhält sich so und so. Das kann man bei Einzelnen machen, da ist das kein Problem. Es gibt unter allen Menschen natürlich solche, die sich schlecht verhalten. Das hat aber nichts mit der Nationalität zu tun. Noch eine Frage zum Schluss, eine sehr persönliche. Was ist denn für Sie persönlich die größte Herausforderung, an Ihrem Auftrag als Ombudsfrau zu arbeiten? Also ich kann gar nicht, Herausforderungen sind für mich wichtig. Ich glaube, dass man überhaupt nur mit Herausforderungen weiterkommt. Aber ich habe einen großen Gewinn mit den Familien. Ich bin mit allen Familien freundschaftlich verbunden inzwischen. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich hoffe, dass das auch gegenseitig ist. Und ich hoffe, dass das Vertrauen entstanden ist, dass sie sich mit jedem Wunsch, mit jeder Not, die sie haben, an mich wenden können. Und ich versuchen werde, für sie eine Lösung zu finden, indem ich es weitergebe, auch an die politischen Gremien und an die Behörden. Vielen herzlichen Dank, Frau John. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, und damit ist dieses Interview auch schon wieder vorbei. Aber bleiben Sie dran, denn in wenigen Minuten schalten wir zurück und dann haben wir hier für Sie das nächste Interview mit dem nächsten spannenden Interviewpartner.